Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Secret Hitler. Wir spielen heute wieder zu acht. Ich würfel mal schnell, wer denn heute den ersten Präsidenten starten wird. Und dann geht's auch gleich schon los. Braun ist nicht dabei, also würfel ich gleich nochmal. Oh nein, es ist Freddy. Ach so, ja, Freddy gleich. Aber das Wichtigste schon vergessen. Alle sind geblindfoldet. Ja, dann mache ich jetzt auch eben schnell die Augen zu. Zack, und jetzt geht's los. Die beiden Faschisten dürfen jetzt die Augen öffnen und die Karten umdrehen. So, Freddy, dann lass mal zusammen die Karten umdrehen. Nee, Auge, lass mal zusammen. Mega, ich bin Undercover-Liberaler. Ich drehe zwar nicht um, ich guck aber. Und, ja, guck, und warte, ich guck Auge auch. Ist Hitler und Undercover-Faschist. Ja. Was? Also der guckt auch. Ja. Wer von euch kennt die Werwölfe vom Düsterwald? Ich? Sehr schön. Ich habe da letztens gehört. Das ist dieses RPG-Gedönse da, oder? Nee, warte mal, das war unterwegs im Düsterwald oder so ähnlich. Ich habe einen Ping gehört. Die Werwölfe von Düsterwald ist ein Spiel, so ähnlich wie Secret Hitler. Es gibt ein Dorf, das jede Nacht schon. Könnt ihr mal ganz kurz nochmal bitte die beiden Pings hören? Okay, ich habe zwei Pings gehört. 21, 22, 23. Jetzt können wir alle wieder die Vorhänge heben. Ich habe eben schon gewürfelt, wie ihr gehört habt. Da hat jemand. Oh, Felix hat schon zurückgezogen. Ich glaube, Felix ist ein Faschist. Ich habe leider Freddy gewürfelt. Freddy, du bist der erste Präsident. Oh! Ja, oh Gott. Freiwillig? Inka! Ja. Inka, es geht! Wir beide können den Anfang machen. Wir Alex. Sind das Alpha. Ja. Wie war das mit Eckenbuddies? Und das Omega. Ja. Es geht da muss Auge jetzt aus Prinzip Nein voten. Das ist kein ich muss nur deswegen Ja voten, weil. Inka wäre eher die Letzte. Alex, wie gesagt, die Werwölfe von Düsterwald, jede Nacht schläft das Dorf ein, die Werwölfe wachen auf und... Ja, das ist das ganz normale Werwolf. Oh, schau mal, das heißt, einstimmig. Und ich hatte jetzt von einer, die bei uns bei King dabei ist, die waren auf Kreuzfahrt und die hatten das auf der Kreuzfahrt gespielt, aber weil es ab 23 Uhr war, mit einer extra neuen Rolle, die sich die da selber ausgedacht haben, nämlich mit der Dorfschlampe. Und die hat die Fähigkeit, die wacht jedes Mal nach den Werwölfen auf, und darf entscheiden, ob sie zu Hause bleibt oder ob sie bei wem anders im Bett liegt. Und das hat Folgendes, wenn die Werwölfe für sie gewählt haben, aber sie liegt in einem anderen Bett, dann überlebt sie. Aber wenn der Typ getötet wird, bei dem sie liegt, dann ist sie auch tot. Aber sie kann sich dadurch halber gut retten, wenn sie vielleicht eine Ahnung hat, wer ein Werwolf ist und sich dann immer zu dem Werwolf rettet. Ja, ich bin begeistert von meiner Regierungspartnerin. Also ich hatte tatsächlich zwei blaue. Ich habe zum ersten Mal seit langem wieder eine blaue gedrückt. Mhm. Ja, sagen, also wir hast du die Wahl gelassen. Ich habe dir die Wahl gelassen. weil Gea ja nie da ist, mache ich mal hier. Ich vote dagegen. Pro Bono also für Auge macht Real Life Buddies, das geht gar nicht. Machen wir Pro Bono für Minderheiten. Wirklich Gers eine unglaublich wehgetan, eine blaue Karte zu drücken. Egal, Gers ist auch ziemlich stumm. Gers hat sich wahrscheinlich gemutet. Gers hat wahrscheinlich nicht nur sich selbst gemutet, aber auch das Spiel gemutet. Hört ihr mich? Da Frauen ja grundsätzlich verletzlich sind, wollte ich ihn schon schreien. Nicht alle durcheinander reden. Und dieses Auge, du darfst auch nicht. Und dieses Trauma verhindern, von ihr abwenden, eine blaue drücken zu müssen. Darum habe ich eine rote und eine blaue gegeben. Oh Mann. Ernsthaft? Ich war schon oft genug der Frosch. Ich habe schon oft genug blaue gedrückt. Aber als Liberaler würde ich sowas natürlich nie tun. Ja, also Liberalität überall. Offensichtlich. Ich habe zwei rote und eine blaue gezogen und habe Gea die Wahl gehört. Also, Präsident Sinnett, lassen Sie mich mal, Sie mal ein bisschen beraten. Oh Gott. Also, kompetente Regierungsmitglieder wären ich und Inka, aber natürlich sollten Sie auch den noch gänzlich Freddy ungerührten halt. Freddy, halt die Pappen. Ja, deswegen, oh Freddy, erschießen noch jemand. Gebe ich Ihnen beiden einen Vertrauensvorschuss, auch wenn es ein unnötiges Risiko ist. Warum zieht er die Karte wieder rein, du bescheuertes Spiel, so? Jetzt wird jetzt wahrscheinlich eine rote, bei meiner Wahrscheinlichkeit. Ja, das sagst du jetzt, weißt du, das fühle ich schon an, ich werde jetzt eine rote spielen. Oh Gott. Immer diese Faschisten. Ja. Auge, was hast denn du gezogen? Das habe ich eben gesagt. Dann sag's nochmal. Zwei rote, eine blaue.
Sollten auf jeden Fall noch. Inka, du darfst die Laberbacke dabei nicht unterstützen. Wenn er es wissen will, dann muss er zuhören und nicht reden. Auge, du musst lauter reden. Du redest immer so leise und nuschelst und bist dumm. Ja, vor allem, Freddy. Ja, vor allem. Freddy, das Hauptproblem ist, dass du die ganze Zeit redest. Und ich hab übrigens. Ich hab Felix tatsächlich nicht die Wahl gelassen. Okay. Ich hab zwei Blaue bekommen, ja. Okay, was hast du gezogen? Das Risiko wollte ich jetzt nicht eingehen. Okay, also zwei Blaue. Ja. Mhm. Hat da Hitler Angst, dass in seiner Regierung was Rotes gespielt wird? Nö. ZP. Das finde ich einen guten Plan. Dann haben wir sie tatsächlich alle einmal durch. Dann haben wir tatsächlich mal alle einmal gehabt. Dann haben wir wieder nur Liberale. Dann sind alle einmal liberal bestätigt und wir können gleich wieder von vorne loslegen und uns überlegen, wer ist denn nun der Fascho da drunter? Das sieht so, ja, so aus. Sorry, Moment. Es gibt jetzt noch zwei Nee. Eine. Es wurden zwei schon weg. Es gibt eine noch. Blaue, sofern nicht Auge beschissen hat. Inka, drehst du deine Karte? Oder du beschissen hast. Oder ihr beide. Ja, oder alle du mit beschissen, Freddy, und hast drei gezogen. Auch beide, ihr könntet auch beide Faschisten sein, die drei Blaue gezogen haben. Freddy, und du und Inka, dasselbe gilt für euch. Und deswegen also, das Pech hatten. Also, Freddy schon mal sehr verdächtig. Wir werden sehen, wenn da jetzt gleich die vierte Blaue liegt, dann frage ich mich, was die Faschisten hier veranstalten. Es kann natürlich absolut sein, dass Inka wieder mal der Faschist war, der doch irgendwie innerlich eigentlich liberal ist. Ich bin immer liberal, innerlich. Ja, beim Freddy ist es genau andersrum. Beim Freddy ist es ja genau andersrum. Na, werden wir ein 4-0? Nein, natürlich nicht. Nein, es ist durchaus möglich, dass die vor mir waren, dass die vor mir dran waren, wirklich die entsprechenden Blauen gezogen haben, weil ich drei Rote bekommen habe. Ich meine, die letzte Blaue. Mir wurden zwei Rote weitergegeben, ja. Ich hatte keine Wahl. Also, ja, ich konnte den so Zyklus vollendet. Wir sollten in den nächsten Zyklus mit einer guten Regierung starten, also stellen Sie mich auf. Wir haben jetzt drei Blaue, eine Rote, wir sollten kein Risiko eingehen, stellen Sie nur kompetente Regierungsmitglieder auf. Also nicht Freddy. Ich habe trotz zweier blauer Karten Inka die Wahl gelassen und Inka konnte sich so zumindest den Anschein geben, liberal zu sein. Du hast dem Faschismus die halbe Tür geöffnet. Ach, ich bin total überfordert. Präsident Garrett, wir haben... Wir sind nichts anderes davon... Können Sie sich erinnern, welch güldene Zeiten wir herausgefunden haben? Freddy, bitte sei leise. Lassen Sie uns das wiederholen. Gerne, Freddy, dann halt er die Klappe. Nee. Nein. Nein, das ist kein Grund, Freddy zu wählen. Ja, das stimmt. Das ist einfach, es gibt überhaupt keinen Grund, Freddy zu wählen. Zumindest weiß außer ich ja, was Inka schon mal getan hat. Also, warten wir mal ab. Freddy weiß, was Inka letzten Sommer getan hat. Mhm. Oh, mega. Ja, weil du nicht reagiert hast. Außerdem habe ich deine Karte nicht umgedreht. Das war jemand anderes. Ich habe sie jetzt nur zurückgedreht. Es ging auf deinen Ping. Ja, Alter, wer zieht meine Karten hier in meinem... Was? Ich hoffe, ich ziehe deine Karten auch irgendwie. Können Sie die bitte aufhören? Die mega betatscht mich. Komm rüber zu Inka. Gerd, das ist... Falsche Seite. Hättest du doch lieber mit Auge regieren wollen. Alex ist orange und ich dachte, oder ist orange. Psst, und du darfst nicht reden. Ich muss aufs Klo. Oh, das fällt dir aber früher auf. Ja, jegliche Entschuldigungen oder Erklärungen, alles nach der Wahl. Ja, irgendwie war es ja zu erwarten fast. Ja. Präsident Garrett, ich bin... Also, ich habe drei Rote wirklich gezogen. Wirklich enttäuscht, aber Sie wissen, was Sie jetzt tun müssen. Nimm diese verdammte Karte weg! Nee, also, ich musste entweder Auge oder was? Nee, wen muss ich denn das suchen? Du könntest auch hier. Ich habe mit dir eine Blaue rausgebracht, Gerd. Kannst du dir selbst das nicht merken? Gerd, du könntest auch Felix angucken, weil dem habe ich keine Wahl gelassen, tatsächlich, mit der Blauen. Richtig, Felix hatte keine Wahl. Mega ja, und Toto haben zusammen eine Rote rausgebracht. Ja. Und du hast mit mir eine rausgebracht. Also du kannst auch mich überprüfen, wenn du das möchtest. Ja, bei dir weiß er ja, was er vorher gezogen hat. Und Inka, du bestätigst ja auch, dass er dir zwei Rote gezogen hat. Ja, was hast du denn gezogen? Drei Rote nehme ich mal an, ne? Großes Fragezeichen. Hat er gesagt, ja. Freddy, du kannst auch Freddy angucken und egal, ob er rot gesagt oder blau ist... Sagen, dass er ein Fascho ist, allein vor sich null. Nur, dass es lustiger ist. Zieh die Karte weg. Im Endeffekt ist doch total egal, was man sagt. Man hat selber eine rote rausgespielt. Das heißt, eigentlich klappt dir doch eh keine Sau. Genau, mir klappt ja eh niemand. Geh, wir können eine besondere Beziehung eingehen. Also Freddy nehme ich aus Prinzip nicht. Freddy, tu die scheiß Karte weg. So, da ist die Frage, wen nehme ich dann?
Ich, also wenn naja, ich mich anbieten, dann weiß ich anschauen. Ja entweder, was hier Phase ist, oder... Du könntest oder ja nicht einfach als Liberalen bestätigen. Oder um Auges Argument zu entkräftigen, dass bringt ich ja keine Rote als Hitler Auge spielen an. Wollte, kannst du mich angucken. Warum Auge, Freddy? Ich hab doch noch gar nichts zu dir gesagt, Sinnes. Ja, wenn du Auge hat dir die Wahl gelassen, Freund, ne? Ja. Jetzt kannst du trotzdem gucken, ob auch wirklich was dahinter ist und er nicht bei den Blauen beschissen hat. Ich meine, eigentlich eine blaue könnte ja noch drin sein. Freddy, also Gär, Mordgedanken. Hä? Was ist das für eine Logik? Gär, Mordgedanken ist der nächste Präsident, guck dir Mordgedanken an. Siehst du, weil bei dem wissen wir es nicht. Ich versuche gerade davon, sich abzulenken. Guck dir Auge an. Ich sag nur, was logisch ist, Gär, weil Mordgedanken hat noch nicht die Wahl. Einen Fascho finden ist immer gut. Ja, also guck dir Mordgedanken oder Freddy an. Fascho glaubst, ja, aber mich will er nicht angucken. Jetzt, oh Gott. Jetzt lenkt Freddy so von Mordgedanken ab. Was ist jetzt los? Alex, was meinst du? Was? Wen ich angucken soll? Wen sollte sich gern angucken? Also, die eine... Freddy, tu deine scheiß Karte weg. Das macht mich aggressiv. Ich glaube, ich lösche die gleich. Felix angucken oder auch mich oder... Die Leute, die Hitler sind, haben meistens am Anfang das Interesse, wenigstens eine blaue zu spielen, um damit liberal zu gelten. Also, soll ich Auge angucken? Ja, guck Auge an. Meinst du? Ja. Oder ja, du kannst auch mich angucken. Jederzeit. Nee, dich nicht. Der Prinzip dein Auge stimmt dich. Ja. Also, Auge? Also Freddy, du regst mich echt auf. Ja, und? Auge ist liberal. Aha, okay. So. Präsident macht Gedanken. Es ist mal wieder Zeit für eine starke Regierung. Schnauze. Also nicht mit dir. Also, das ist so reverse. Das ist so... Ich weiß nicht. Also, Präsident Mordgedanken, ich würde sie gerne angucken. Ja, indem sie mit mir regieren. Ich bin dagegen. Ich werde nicht beachtet. Ich bin dagegen. Oh, und dann kommt Freddy an und zertritt die Sandburg von jemandem, denn er ist dagegen. Ihr seid wieder besonders nett zueinander heute. Es wurde gemischt, oder? Ja, ich habe gemischt. So, jetzt haben wir Mr. Mordgedanken. Mr. Mordgedanken. Was willst du tun? User entered your channel. Hallo. Hallo. Meine Hallo. Güte. Hallo. Ich habe keine Wahl bekommen. Aha. Ja, okay. Ja, ich habe gesagt, guckt euch Mordgedanken an. War das jetzt die Revanche für die zwei Blauen von vorhin? Nein, ich hatte drei Rote gezogen. Ich konnte dir bloß zwei Rote geben. Dann darf Mordgedanken jetzt den nächsten Präsidenten bestimmen. Ja, und ich habe keine Ahnung. Präsident Mordgedanken, nein, wie Freddy, das zu tun ist. Du gehst mir zu auf die Nerven. Sie wissen das. Ich nicht. Dass Freddy es, will dass die es Kugel. Ja, Freddy will die Kugel, genau. Freddy, du kleine Nazi-Sau. Kapitulier doch endlich. Oh, also und wie gehe an jedem Ton vorbei. Ich könnte Auge aufstellen, der ist von Gär als liberal kategorisiert worden. Ja, dann können wir das auch gleich testen, weil es müssten jetzt drei blaue 9 Karten sein. Also wenn jetzt die Rote fliegt und damit die Kugel, dann ist die wahrscheinlich sehr hoch. Du weißt schon, Freddy, das Auge wahrscheinlich einfach die Farbe drücken wird, damit er die Kugel bekommt, um dich zu erschießen. Ja, ja, das kann schon sein, das ist völlig okay, aber du kannst Auge aufstellen, Felix, das ist eine sehr coole, ein guter Plan. Ich will auch nur mal darauf hinweisen, dass egal, wer jetzt dran ist, weil denn, auf dass Weise, er den Hitler aufstellen wenn, kann. Ja, also ich kann, aber ich habe niemanden, ich habe keinen bestätigten Liberalen, also Auge außer hat Auge, eine blaue der halt von... Er wurde als liberal bestätigt. Ja, weil dann würde ich den eher als Kanzler wählen, anstatt als Präsidenten, spielt, oder? Dann geht seine, hat seine politische Karriere einen Knicks. Nein, ja. Aber wenn ich jetzt... Wenn oder hast du Angst, die politische Karriere von Auge einen Knack bekommen könnte? Hm? Nein, habe ich nicht. Kann mir bitte jemand erklären, warum Freddy so einen unbegründeten Hass auf mich hat? Ja. Ich würde aber eher Auge als Kanzler machen, anstatt zum Präsidenten. Ich würde mich ihnen anvertrauen. Sie können mich ja dann im Zweifelsfall anschwatzen und einfach erschießen, aber ich würde gerne ja Kanzler sein. Wissen wir übrigens, dass der Einzige, den wir noch nicht getestet haben, Freddy ist? Aber ich nehme an, er stellt mir gerade irgendeine obskure...
Ich war Präsident. Ja, ja, du warst Präsident, du musst nur keine Karte ausspielen. Warum seht ihr eigentlich schon, wenn noch nichts ist? Doch. Hallo, jetzt warte doch erstmal, Auge muss erstmal jemand sagen. Aber ich habe irgendwie Angst, dass Freddy mir eine obskure Falle stellt, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Eine obskure Falle, wo ich der bin, der am anderen Ende Hitler des Gewehrs sitzt, oder was? Die Falle, Problem. Auge wäre so, wenn ja. ich der Präsident wäre und du der Kanzler. Genau, mega, vote mal damit. Die einzige Falle, die hier wem gestellt werden kann, bin ich, wenn du mich aufstellst als Kanzler. Wenn du redest, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass du gleich erschossen wirst. Ja, natürlich steigt die, aber das kann Auge gar nicht tun. Also Präsident Auge, ich wäre gerne Ihr Kanzler. Oh, Freddy, knapp an dir vorbei. Nein. Freddy, glaubst du wirklich nicht, dass ich dich aufstelle, so wie du laberst? Auge, du bist derjenige, der am Gewehr sitzt. Ich find es höchst verdächtig, dass du so Angst hast, mich aufzustellen und mich anzuschwatzen wahrscheinlich. Ich habe meine Karte kaputt gemacht. Also ich empfehle den Liberalen, die Präsidentschaft jetzt doch abzulehnen, weil es ist höchst verdächtig, war doch, jetzt Auge fällt mir runter. Als Liberaler jetzt soll so wie Freddy drauf ist, wette ich, dass wenn ich ihm eine blaue und eine rote geben würde, er die rote spielt und dann behaupten würde, ich hätte ihm keine Wahl gelassen. Leg mal Karten raus, Jungs. Ich bin mir nicht mal bitte Mordgedanke legen. Halt jetzt mal die Fresse, ich bin mir gerade nicht sicher. Junge, ene, mene, mu und raus ist die Kuh. Jetzt gibt es eine Karte. Los, dann hinterher damit. Bist du Hitler? Nein, ich bin nicht Hitler. Nein, ich bin nicht Hitler. Ich bin nicht. Das ist Push to Talk. Mega, jetzt mach mal nicht so einen Stress. Übrigens, Auge, du musst den Mund halten. Du bist jetzt in der Regierung. Ich möchte jetzt mal dazu sagen, dass Auge überhaupt keine Angst hatte, Hitler zu wählen. Er hat zwar Hitler jetzt gerade aufgestellt. Ja, aber da muss man ja nicht drüber diskutieren. Auge hat als Liberaler meistens Angst, Hitler aufzustellen. Als Fascho weißt du ja, wer Hitler ist. Oder als Hitler weißt du auch, wer Hitler ist. Also, du meinst, Auge hätte sich ja selbst aufgestellt? Ich hoffe ja, dass jetzt eine blaue kommt. Vielleicht habe ich auch gerade... Aber wenn nett, vielleicht weiß ich auch schon, wen er erschießen wird. Vielleicht habe ich auch gerade dem Präsidenten, den Hitler als Präsident aufgestellt. Ja, das ist gut möglich. Ja, ich sag ja, dass eine rote kommt. Ich habe drei rote Karten gezogen. Weswegen vorher kräftig blaue Karten gedrückt sein müssen, wenn wirklich angeblich noch so viele blaue da drin sein sollen. Ich habe drei rote gezogen, ich konnte Inka nichts anderes geben. Ich verstehe immer noch, jemand so Angst hat, mich aufzustellen, Auge. Ich glaube, er hatte keine Angst, er hatte, glaube ich, einfach nur keine Lust. Auge, Auge hat Bedenken geäußert. Auge, wenn du denkst, es wurde gedrückt, es war bisher nur eine Regierung dran. Ja. Das war Felix und ich. Ja. Ich als Kanzler, Felix als Präsident. Was hattest du bekommen für zwei Karten? Zwei rote. Und ich habe drei rote gezogen. Das heißt, wir haben einfach Pech. Wenn es so sein soll, hätten wir Pech gehabt, dann hätte ich maximal eine blaue ja drücken können. Sonst hätte Alex ja mindestens eine gekriegt. Also, ich halte also es von mal daher, fest, ja. Die roten kamen ja von Präsidentschaften Mega, Gea und Felix. So, Gea. Er schießt mich! Das kann ich endlich raus. Ja, deswegen weißt du natürlich noch lange nicht, ob Gea ja, ich bin Hitler, Liberaler Kopf ist. Da. Oder... Nein, das ist die falsche Karte, Gea. Amiga. So, und... Was ist denn heute wieder los? Also, alle am Rad drehen. Ja. Alle drehen am Rad. Du hast grundsätzlich, nachdem ja vorher schon bestätigtermaßen fünf blaue Karten raus, und hast natürlich jetzt überall die Chance, dass es alle Liberale sind, die Pech hatten beim Ziehen und dass du damit einen Liberalen von denen erschießt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem da, dass du einen Fascho erwischt hast. Ich bin Hitler, schieß mich! Also ich würde sagen, aus Sicht des Parlaments wäre es am logischsten, wenn du Gea schießt. Denn Gea hat deine Liberalität bestätigt, an der ich immer noch so ein bisschen zweifle. Damit würdest du die Wahrscheinlichkeit erhöhen für uns, dass du einen Fascho erschießt. Eigentlich hat Auge jetzt... Gegenfrage. Weil jemand was anderes sagt, als ich denke, erstmal erschießen. Gegenfrage. Eigentlich ist es ja so, Auge in dem Moment jetzt gerade diese Option Freddy ganz groß aufleuchten sieht. Gegenfrage. Ist irgendjemand Freddys Meinung... Oder meint irgendjemand, dass Freddys Aussage Sinn ergibt? Nein. Dass sie Sinn ergibt, nein. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Es kann natürlich sein, dass ich das... Enjoy the silence. Die Kugel. Es kann natürlich sein, dass ich Hitler... Freddy, bist du Hitler? Nein. Okay, nein, ist er nicht. Aber ein ganzes Stückchen leiser ist er jetzt. Es kann auf jeden Fall sein, dass ich Hitler aufgestellt habe. Ich glaube, Freddy ist der obvious Bifaschist gewesen. Ich hab den Blaue gespielt, du Spast! Du bist gemutet! Ja und? Das musst du jetzt noch anhören!
Übrigens ein, ich will darauf hinweisen, dass Freddy einen Scheiß hat. Freddy hat Inka eine blaue und eine rote gegeben und wie er selbst gesagt hat, hat er eine blaue gedrückt. Das heißt, er hatte gar keine andere Wahl, als eine blaue auszuspielen. War das verständlich oder hat das gerade irgendjemand nicht verstanden? Ich habe immer noch die Befürchtung, dass ich eventuell gerade Hitler gewählt habe und deswegen keine... Wie kommst du darauf? Weiß ich nicht. Deswegen kommen die Faschisten gerade nicht. Ja, die Faschisten gewinnen meistens nicht nach drei Roten. Aha. Gern. Ja. Die schiebe ich mal so seitlich jetzt, raus, dann sieht die niemand. So, dann ist jetzt Hitler vielleicht endlich gewählt. Inka, drehst du deine Karte noch um? So, bist du Hitler? Nein. Wer war jetzt alles dagegen? Ich war dagegen. Wortgedanken, Mega und Inka. Ach, waren das sogar drei Leute, die dagegen waren? Okay. Sehr gut. Ja, ich habe nämlich auch noch kurz überlegt, warum Kollege jetzt Gär aufsteigt. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich zum Eingreifen soll. Es gibt im Moment niemanden bestätigen, den Nord-Hitler, den wir wählen können, erst in der nächsten Runde. Nein, können wir nicht, weil dann... Ja, bestimmt, weil Inka ist Präsident und Gär ist dann... Oh Gott. Und Freddy ist tot. Nee, nur deswegen wissen wir, dass er nicht Hitler ist. Ja, darum ja. Können wir nicht einen toten Kanzler aufstellen? Wäre ich auch dafür. Die Toten dann erschießen sollen wir Auge. Dienen, Leute. Rote Karten kommen geflogen. Na. Jojo wird jemanden erschießen. Ich sag's doch! Warum habe ich wohl mit Nein gewotet? Ich kann sagen, dass ich eine Wahl hätte, aber ich hatte überhaupt keine Wahl. Mhm. Ja, also jetzt bist du ist dran. Ist die Kugel gelockt? Erkläre dich. Nein. Nee. Ich wollte die Kugel haben. Aha, das hast du also mit Absicht gemacht. Also, ja. Okay. Du hast so gedacht, ich will auch jemanden mal erschießen. Gib mir die Kugel. Ja, ich wollte auch mal jemanden erschießen. Und wen? Hast du deswegen jetzt eine blaue gedrückt, oder? Ich habe deswegen eine blaue gedrückt, ja. Mhm. Ja, Glückwunsch, jetzt ist ein Faschor an der Kugel. Ja. Ja besonders so, ja. Ja, ja ist ein Faschor. Nee, ich bin gerade am überlegen, welchen Faschor ich killen kann. Ja, genau. Du weißt ja nicht mehr, wer ein Faschor ist. Wer denkst du denn, dass ein Faschor ist, Dojo? Ja. Ich habe da so ein Gefühl. Und das ist. Dann erkläre dein Gefühl oder erzähl uns von deinem Gefühl. Und ja, ich denke. Ja, es ist eigentlich nicht zu erklären. Ich erschieße jemanden, weil ich habe ein Gefühl, aber erklären kann ich es nicht. Ich erschieße ihn einfach, weil es Spaß das macht. Ist so das Bauchgefühlschuss, das ist so der Auge, der Lumpi-Lackshot. Das ist so. Oder der Ente-Lackshot, den ich würde sagen, soll ich dir den Würfel geben? Ach so, Ente, das auch schon hinbekommen. Okay. Und hast du jetzt jemanden erschossen? Ich habe gerade nicht hingeguckt. Jetzt schieß doch, erschieß doch mal. Mordgedanke, bist du Hitler? Hitler. Okay. Ich glaube, dass gerade ein Liberaler erschossen wurde. Ich habe so ein Gefühl. Das glaube ich auch. Weil er hat offen zugegeben, dass er eine blaue gedrückt hat. What? Ich darf doch aussuchen. Meins. Nee. So, Inka, jetzt. Du darfst nur aussuchen, wenn du die dritte hast. Deine Geschichte. Sagen, du hast gerade Kugel ausgesucht, das reicht, glaube ich. Richtig. Also ich habe eben schon ein bisschen hin und her überlegt. Ihr habt das Gefühl, das wird nächste Runde. Auge hat... Ich glaube, Auge, dass er nicht die Wahl hatte. Ich will, was die Roten angeht, aber ich möchte ihn trotzdem nicht aufstellen. Ich kann Gern nicht aufstellen, ich kann Dojo nicht aufstellen. Mordgedanke und Freddy sind beide confirmed not Hitler, aber beide tot. Das heißt, ich habe im Endeffekt nur noch Mega oder Sinhead zur Wahl. Mega hat auch keine Wahl gehabt, behauptet er. Ich habe langsam und das Gefühl, Sinhead Mega hat... ist Hitler. Mhm, Sinhead, jetzt ist alles für mich klar. Und Inka ist der Frosch, ich sehe es kommen. Genau, nimm mal Sinhead.
Ich vote mit Ja und das Spiel ist Nein, zu Ende. Ich bin dagegen. Das Spiel endet jetzt. Nicht mit. Warum bist du dagegen? Warum bist du dagegen? Weil ich glaube, dass Inka ein Fascho ist und Mega Hitler. Mega ist Hitler. Hier, guck dir meine Karte an. Ja, aber sie stellt ja dich auf und nicht Mega. Ja, aber dann gibt sie mir zwei rote, ich mache Veto und sie lehnt's ab. Ja, ich darf mich mal kurz überlegen. Da mache ich nicht mehr. Veto. Also, ihr könnt dagegen voten. Wir haben Mega, würdest du es bitte sein lassen? Gea muss erst noch seine Karte rauslegen. Nicht glaubt, Also, wenn du nicht aufgestellt werden möchtest, sie nicht. Nee. Mir ist es Gott heiliges Beschiss. Ja, ich wurde ja immerzu hier geblockt von den Cockblockern hier. So, also wurde das so, damit haben wir einen Chaos-Counter. Und Auge darf sich was aussuchen. Wer war jetzt gerade alles für Ja? Ich hab Ja gesagt. Mega, Auge und Auge. So Sinnet, wen soll ich denn jetzt aufstellen? Ja, nimm Inka, oder? Ja, aber Inka ist auch laut Sinnet gerade Fascho. Ach so. Ja, dann musst du auch. Also laut Sinnet ist Inka ein Faschist. Mega ist Hitler. Ja. Und er selber will nicht aufgestellt werden. Richtig. Ja, zumindest nicht von dir, Inka. Ja, dann stell Sinnet auf. Oh Gott, und am Ende ist. Oh Gott. Und am Ende hast du mich gerade als Liberale mal wieder als Froschfaschist bezeichnet und dabei ist das Auge. Auge, du könntest Inka aufstellen, die confirmed not Hitler. Sie ist die Einzige, die hier noch am Tisch not Ja, und was ist, wenn sie die Rote ausspielt, wenn ich ihr eine gebe? Ja, das ist natürlich das Risiko. Das ist aber natürlich. Weil bei Sinhead weißt du jetzt nicht, was er... Naja gut, dann kommt jetzt Hitler. Du weißt, dass ich mal, lass mich mal ganz kurz blaue gespielt also, habe. Ja, wobei, da hast du recht. Warte, dann... Die einzigen zwei, die jetzt noch Hitler sein können, das sind Sinhead und Auge. Und Mega. Oder du. Ja, ich natürlich auch. Ich weiß, was ich darum sage. Also aus meiner Sicht gibt es Sinhead oder Auge. Das ist aus meiner Sicht der Fall. Wir können es ja auch wissen nichts. Confirm not Hitler, Sinhead, aber vielleicht Fascho. Nimm Sinhead. Nimm Sinhead. Vielleicht Sinhead. Hitler. Ich mit, ja, und das Spiel ist zu Ende. Ich stelle dir Mega sagt, suchst du Sinhead. Aus. Er hat Mega recht gehabt mit seinem Einwand. Nein. Definitiv nicht. Da mache ich nicht mit. Jetzt ist das Spiel verloren. Ist es angenommen, bist du Hitler? Also ich bin ja immer noch nicht Hitler. Sorry. Ich habe es immer noch nicht geschafft, diese Karte zu tauschen. So, ich lege schon mal meine Karte raus, das Spiel ist jetzt zu Ende. Mega, nimm diese Secret Roll wieder rein. Denk dran, du kannst... entgegen, aber Auge muss das ja, glaube ich, bestätigen, wenn du sagst nein, ja. Oh, holy shit. Das Willen. Glaubt ihr mir jetzt, dass ich nicht der Fall bin? Easy peasy. Ich bin total zu Ich habe eine blaue und zwei rote gezogen. Ich habe eine rote weggelegt und Inka die Wahl gelassen. Das wäre jetzt tatsächlich ein richtiger Selbstmord-Fascho, wenn ich jetzt noch behaupten würde, ich wäre Faschist. Das sind dann immer die ganz Extremen. Scheiße. Ja, das Beschissene ist... Also, du könntest Mega, Gay oder Dojo aufstellen. Da Dojo Fascho ist... Was? Würde ich Gea aufstellen. Ja, aber jetzt warte mal kurz. Gea ist not confirmed Hitler. Wenn Inka tatsächlich kein Fascho ist, ja. Aber wenn jetzt... Inka tatsächlich kein Fascho ist. Weißt du doch gar nicht. Es muss vorher eine Regierung durchgehen, damit ich wieder gewählt werden kann. Also, es muss der Mega oder Dojo Hitler sein, weil Auge ja gerade, wenn er Hitler gewesen wäre und er hätte Inka nicht die Wahl gelassen und dann wäre der. Es sei denn, er hat gelogen. Und hat gelogen. Richtig. Und dann würde jetzt echt die Rote kommen und wir hätten sowieso alle verschissen, weil selbst wenn dann zwei Liberale an der Regierung sind und das Veto einreichen, kommt eine Random Policy, die dann auch rot ist. Hä, hey, warum? Es wurde doch gerade gewählt, es ist keine Random Policy, muss wieder zurückgesetzt werden. Ja, nein, stimmt, aber wenn du das Veto machst... Ja, komm, ja, dann geht's eins weiter, aber es ist ja nicht automatisch Random Policy. Ja gut, okay. Ich bin mir gerade echt unsicher, aber ich nehme jetzt... Yeah. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass ich das mit Nein abschmettern werde. Ja, Hitler kann ich zumindest schon mal nicht wählen. Inka hat noch. So. Jetzt hat Inka. So bist du. Achso, er ist ja nicht Hitler. Nee, ich bin immer noch. Oh. Mega, Mega ist wieder highly aufmerksam. Das ganze Spiel highly über. Highly attentional. Ja. Ja.
Ich hoffe ja, dass Auge nicht irgendwas mit dem Faschus zu tun hat, aber ich vermute es fast. Durchaus möglich, genauso wie Ger Faschus. Das Spiel ist jetzt so oder so vorbei. Du, so. Das kann ich sagen. So oder er so. Hatte die Wahl, er hatte die Wahl, das sage ich gleich. Er hatte die Wahl. Ich sage und mal, ich weiß, was Ger liegen wird. Komm, Ger liegt raus. Sie! Dass Auge und Ger zusammenhängen. Ja, also ich verstehe die Erklärung nicht. Ja, nur, also. Ja, Freddy, das Schöne bei dir ist ja, egal wie recht du hast, es glaubt dir halt niemand. Ja, vor allem der andere, ja, der andere, der den Präsidenten vergeben kann. Nö, also den stelle ich aus Prinzip nicht auf. Ich könnte jetzt aber Auge aufstellen, der hat eine blaue gespielt und hat ja, auch nicht selten Auge ist immer vertrauenswürdig. Auge ist immer eine sichere Bank. Freddy, ich hätte random irgendjemand aufstellen können, es wäre scheißegal gewesen. Also wirklich Spaß mit Felix. Rojo hat mich erschossen. Hast du wirklich hat dich erschossen. Eine rote gezogen? Ich habe zwei blaue und eine rote gezogen, die blaue gedrückt und Inka die Wahl gelassen und durchlaufen lassen. Ich hätte aber mega, dass du ein Liberaler bist, die echt nicht erwartet. Ich hab dich, also du mega. Ich hab echt zwischen Gär und, ach ja, warte mal, mega ist raus. Richard, willst du mitspielen?